ist von Weigertshofer, mir sonst ganz ungeniert. Sein Vater war ein Müller, rein vom Pasch von Ini Wirt. Seine Mutter war ein Zweigerl vom Pasch von Ini Kern. Sie mag bis heute noch alle, weil die jungen Burschen gern. Sie mag bis heute noch alle, weil die jungen Burschen gern. Sein Vater hat ein Mühleinbach vom Seuzemoser Schloss. Blauer hat Steiner Schäfer, da haben wir oft was groß. Da haben wir öfters geschlafen, gute Fräser hat's da gegeben. Da war heut in der Schäfer mal ein ganz lustiges Leben. Da war heut in der Schäfer mal ein ganz lustiges Leben. Noch so hübsch steht mir nicht der Sinn. Ich bin kein Bätze, stehe ja kein Sittenbazi nicht. Aber Jungfrau, hä? Auf so hübsch gibt der ehrbare keine Antwort nicht. Aber wenn du nicht auf das eine, die Schlimme aus bist, was meinst du dann ausgerechnet da bei uns? Wir sind kleine, mickrige Leute, wir fretten uns selber gerade so mit Ach und Kraft durchs Leben. Glaub mir, bei uns kommst du rein rauberisch auf keinen rentablen Stich nicht. Ich bin jetzt am Abend da. Ich brauch gerade was zum Beißen und einen Badern. Ja, was? Ein Gesichtsverquant. Mit dem Gesicht muss ich das ausbeißen. Aber auch übrig blieb mir Gickel, weil du eine Kuche traust. So, Gickel. Übrig blieb mir, hä? Ja, gut. Gut, brauchst aber gute Beißer für ihn. Der See war nämlich nicht mehr der Jüngste. Der Moni braucht gut beißen. Sorg du dich nicht um meine Beißer. Wo ist er nachher, der Adler? In der Kugel hast du gesagt, hä? Platzier dich, ich hol ihn. Jungfräuliche. Sag einmal, ist außer dir und am Badern noch wer da? Bloß nur der altjenische Kulf vom Badern. So, ein Kulf. Ein alter, sagst du. Wie alt? Uralt. Aber was war jetzt mit den Gottsachen Gefederten? Die Schirme auf. Und gib noch ein Teil Brot dazu. Auf den Tischnauf, hä? Ja, meinst du, dass ich vom Stummboden fließ, hä? Ja, fein hier auf dem Tisch, was machst du denn so blöd? Ja, weißt schon, gell? Kostet auch nicht mehr. Dann kann ich hocken. Warum nachher nicht? Das hat dich nicht zum Interessieren. Wegen Zeit ist er nachher schon, der Kickerick. Zwingst was habt ihr nachher weg da? Mei, zwingst was tut mein Kicker schon weg, he? Sag's. Mei, bei ihm war's halt mit dem Bossen nicht mehr gar so weit her. So, mit dem Bossen, he? Hat Schicksal. Trifft aber gerade auf die Gefederten so bei euch, Mann. Sei stark!
Du hältst eine Fantasie beieinander, da kannst du am Bein und gleich auch. Was hopfigst du zum Abischwamm recht? Ein Norgel war nur in der Küche drin. Ein Norgel? Nichts frisch, hä? In der Not frisst der Teufel fliegen. Alles nachher. Was nachher? Alles nachher, Holz halt nachher. Nachher Holz halt nachher. Das Norgel nachher, gell? Hoppala, Jungfräulige. Na, so schnell kommst du am Kneißl nicht aus. Was, wer bist du? Kneißl, schreibe ich nicht. Der Kneißl Matthias aus Weikertshofer. Aber noch nicht der selbe Rauber. Genau dasselbe bin ich. Steh dich einmal an die Wand. Komm wieder, aber der haut vielleicht aufs Blech, hä? Steh dich an die Wand. Statt, sonst schäbert's. Hey, der kleinste Graher von deiner. Und der Hirnkastel. Mach drum. Batzert, mit dem Plafondbekanntschaft. Mach bloß keinen Scheiß nicht. Schwöre, wer kann Muxer oder nicht tun. Stell dich um zu ihr. Wer wird's bald? Ja. Ist noch er, hä? Er sagt, er war der Kneißl. Was? Er? Der Kneißl? Der Rauber? Jeniger Magermilchkrippe, der Kneißl. Bin wieder raus. Entsprich ich. In deine Augen. Sogar nicht dem der feinen Hundling. Der schafft Hundertschaften der Gendarmerie der Lächerlichkeit preiszugeben. Hä? Hoppala. Und weg warst. Bitte nicht. Ja, Herrschaftszeitner. Warum druckt dich der Depp nicht an? US Sensorer, wo einen alten registrieren konnte. Mein Lieber, dies. Da wird auch noch ein Haufen Punkt. Komm, Hirsel. Bloß ihm schon sehr leicht aus. Komm, jetzt tu halt schon, hä? Mist. Für dich muss er heute scheint sein Vierkantschädel, hä? Eine gescheite Wappen und ein Speckknack gleich einen Zuchtbummel haben. Ja, gell, weißt schon. Komm, schau, ob du mit Drucker kannst. Und du, Mausi, weil du gar so gelangweilt schaffst, gell? Du kannst gleich auch noch einen Taler mitlaufen lassen. Ja, was ist los, Alter? Ja, du stehst doch noch gut im Saft, hä? Sind so. Na, sag einmal, was soll nachher das? Ein von uns beide. Werd's gleich sauber am Unterarm anritzen, respektive abbranteln. Alter, im Leben. Ich bin in erster Linie nicht der, der es da hat, sondern der, der es da hat. Du musst den Arm von deinem Feinden zu dir umziehen. So hast du ein bisschen Hebel und kannst dem Kinder leicht drucken. Compris? Ja, ja, compris. Stanze, kein Mucks, sonst pfeifst du aus dem Bier. Das ist der Meister, der Stanze. Bruder. Fränkel. Mit dem Kracher auf ein wenig umsichtig umgehen. Ganz ruhig bleiben, gell? Oder? Zwingst deiner bin ich da. Ja. Den da braucht's. Reine Vorsichtsmaßnahme. Verstehst? Mein Gott, der nächste Psraber bei meiner Spätze, da muss ich dir sagen, du hast da keine gute Adresse nicht ausgesucht. Schau dir um, wirst nichts nicht finden. Wer weiß,
Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ich bin nicht zum Rabben da. Ich brauch deine Hilfe. Ja. Und den da braucht's, damit du mich nicht auf blöde Gedanken kommst. Du hast einen Drilling und wer einen Drilling hat, der hat recht. aber sagen wir es mal schon, was die Jugend da beißt. Bin kein Hellseher, gerade ein Bader. Ich kann nicht mehr hocken. Nicht mehr hinhocken. Scheint's, feit die Ebs am Arsch. Treffer. Was denn? Eis. Ein Eis? Ach so, ein Abszess hat er auf dem Wunsch. Und kein kriegen's nicht. Du wirst mir doch gewisse Linderung verschaffen können. Nein, Linderung. Linderung, da war meine erst einmal eine lokale Besichtigung angesagt. Lokale Besichtigung? Freilich? Ja, natürlich, sowieso. Ja, aber mit dem Drilling unter meinem Kerzel wurde da so eine Besichtigung schon ein wenig angefuchsig. Also, so ist es besser. Da, steh dich hinter dem Fahren hinter dich. Oder möchtest leicht die Leute und deinen Arsch zurückstrichen. Nein, in dem das nämlich keine Sittlichkeit nicht, nicht wahr. Jetzt drangsalierst du schon wieder mit dem Blosreal. Der Drilling bleibt. Weil drangsalierst du mich. Ja. Da hinten. Drangsaliert die mein Drilling. Soll ich heißen, tut mir nichts weh. Bleibst du am Leben. Das darf mir gar kein Mensch nicht verzeihen, weil das glaubt ja keiner, sag ich nicht. aber deine Hosen, ich meine, deine Hosen, die musst du schon mitziehen. Siehst du, aber ich hab grad keine Hand nicht frei. Es wäre wohl gegangen, wenn's das einfach obestraf ist. Ja, mein Gott. Alles was recht ist. Das ist ja. Ist gar kein Wosen. Ja, das Eis. Das ist nicht zum Sehen. Nein, da kannst du mir jetzt mein Belly nicht blasen, aber das kann mir ja kein Mensch nicht zumuten. Da hängt ja noch der Grimm vom letzten Jahrhundert. Ich muss sagen, du musst den Brunnen aussehen. Ich kann dir erst helfen, wenn du deinen Arsch sauber gemacht hast. Ich bin seit Wochen nicht mehr rausgekommen aus meinem Versteck im Holz. Nach meiner ist eine Mordshitze. Selbst Stadler Polizisten haben sie auf mich angesetzt. Du musst mir glauben. Normalerweise bin ich keine Sau nicht. Ja, ich glaub das. Wenn sie einen Hetzen da bleiben, die fissile Sachen einfach liegen. Ja, jetzt bleibt uns aber bloß das Waschen, sonst bleibt das alles unsichtbar. Gut. Sie geht mit als Pfand. Wer kommt ihr da hin auf blöde Gedanken? Ist sie hier? Wenn es sein muss. Muss sein. Was gehört, muss sein. Aber, oder ich kann doch nicht mit einem wildfremden nackerten Mannsbild. Ich an ihr ich darf nicht so lange an seinen Stell verweilen. Nackert, hä? Ja, geh zu, wirst schon nicht gleich blind werden. Gut, aber Kieschau, du ich nicht, gell? Ja, die Kernsaufer, Manni. Wir zeigen euch jetzt gut blauer Kinder. Ja, Mann, du Oder? Mhm. Weißt du, wer er ist? Du Freile, der Hirs, der Neißel Hirs. Was? Ihr kennt euch? Schon, war er noch ein kleiner Hosendreh, wie ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Er hat seinerzeit Dortmunds mit seiner Mutter einen netten Geschäfter gehabt. Er hat die aber nicht gekannt. Nein, wie gesagt, war er noch ein kleiner Hupfer, wie ich das letzte Mal gesehen habe. Und da schau ich einmal. Es hat auch noch einen Bruder gegeben, einen Alois. Der ist aber später im Zuchthaus an der Schwänzach gestorben. Hier ist sein Bruder, war im Zuchthaus. Jetzt war er uns im Zuchthaus. Ja, hier ist da den Insel, den haben 6 Jahre aufgebrannt. Ja, und dann alle sie 15 Jahre. Hat er aber nicht abgesessen, wie gesagt, Schwindsucht. 6 und 15 Jahre? Ja,
Zwings was denn? Ja, zwei Gräne haben sie Blei aufgezunden. Die selbigen wollten sie zwings am Schulschwanz einsperren. Förtsch hat sich damals schon einen Daumen geschrien. Ja, der ist an der Hand verletzt worden. Und der andere, das war der Gösswein. Ja, dem haben sie seine Gackerl weggeputzt. Muss aber dazu gesagt werden, geschossen hat bloß der Alisi. Der Hirsi ist bloß dabei gestanden. Und fürs Dabeistehen haben sie ihm gleich 6 Jahre aufgewichst. Ja. Ja, wie alt waren die zwei dort muss? Ja, der unser, der Hirsi, der war schon 18. Und der Alisi gerade einmal 15. 15? Mein Gott, nein. Ich hab halt nicht hingeschaut. Nicht hingeschaut, gell? Da. Ich hoffe, ich habe einen Grin so weit runtergebracht. Ja. Ich hab nicht gescheit drucken können. Der kleinste Drucksal hat bereits mentische Schmerzen. Ah, jetzt lass mir mal das Gespür anschauen. Ja, Sachsen, dir. Ja, ich schaub dir das einmal hoch. Aber Spitzbodern. So ein Ass, das schlagt alles. Ja, geh weiter nur, der Madl, da gibt's nichts zum Lungen, geh weg. Darf mich aber schon fein auch interessieren, einmal rein vom Medizinischen her gesehen, gell? Jetzt steig die Oma da und nimm mir das Wirt. Jetzt macht sie nicht so ein Geschiss um das geschissene Ass. Gib mir gar nicht so einen drauf und gut ist. Keine Stier hat eine Ahnung. Eine Säum, sagt er. Selbiges Ass schlagt von der Gräß und von der Schierlichkeit her sogar noch dem Eiterbauern das Seinige. Damals, seinerzeit. Am Eiterbauern sei Ass interessiert nicht. Mein Ass interessiert. Ja und? Wie schaut's aus? Da hinten. Da hinten? Nicht gut, Nassel. Mit einer Säum lässt sich da nichts mehr ausrichten. Lass dir nichts mehr ausrichten. Soll ich heißen? Schneiden. Schneiden. Operieren. Schneiden. Operieren. Ja, sag mal, seid ihr zu vernagert? Geht denn das nicht anders? Anders? Ja, aber vielleicht probierst du es einmal mit Wegbetten. Warum? Jetzt bloß nicht blickert werden, gell? Nessel, das geht nicht anders. Ich meine, wenn wir dein Arsch nicht bald aufschneiden, wird dir über kurz oder lang dein rechter Arschbacker weggefallen. Weggeschmieren. Schneiden. Operieren. Und du kannst das, hä? Wenn du da meinen Zweifel hast, dann kannst du es ja bei einem akademischen Doktor im Krankenhaus probieren. Um Gottes Willen, nein. Das geht nicht anders. Nein, Gneißl. Jetzt schaut's hier. Der größte Rabe im ganzen Kai scheißt sich ins Hosen wegen einem kleinen Schnitt auf dem Messer. Weißt du, jetzt wird dir nicht der Spott bleiben. Ich meine, dein Arsch hat sich durch deine Unsauberkeit so entzunden, dass aufgeschnien gehört. Geh nicht! Wusch! Und schon hätten wir dir. Und? Hängt's mich hin? Nein. Sie hat's gerade gesagt. Dein Arsch schneidet er auf. Oder? Scheint, so hast du mehr Sympathie für mich als für die Grünen und Blauen, hä? Sympathie für deiner? Das weiß ich bis jetzt noch nicht so genau. Aber gewiss weiß ich, dass mit einer Sympathie für die Grünen und die Blauen nicht ganz weit her ist. Aber jetzt haben wir lang genug geredet. Hinter vorn, auf geht's! Wenn du willst, kann ich da gewissermaßen sozusagen quasi als Leichtnarkose etwas von dem Wundalkohol, hä? Wundalkohol? Ja? Ja, zum Saufen halt. Nein, ich beiß 10 zusammen. Ja, wenn du meinst. Also, das ist doch zum Lachen. Alkohol. Also, das ist doch zum Lachen. Dass einer von den Christen. Dürcher! Also, das ist doch zum Lachen. Dass einer, der die Christen Lumpenstickel, wo man wirklich einen Schneid braucht. Messer. Also, das ist doch zum Lachen. Was geht's alles?
Ja. Da rennt ich fein nicht. Also, das ist doch. Alkohol! Gleich! Hab nicht 5 hin, oder? Alkohol! So, da lag gut ist. Sparen! Los! Messer! Was ist jetzt das? Mach die Güse wohl! Der große Rauber! Den ist mir operieren jetzt weiter. Gewissermaßen mit Narkose. Jetzt bei uns zu, wie bei der gestudierten Tochter im Krankenhaus. Kachel! 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 So. Ja. Gut ist gegangen. Operation gelungen. Patient tot. Inisch. Ja. Verbinden kannst du ihn nachher. Ja. Du weißt schon, gell? Was? Inisch. Ja. Verbinden habe ich gesagt, nicht umeinander, Doktor. Du weißt schon, gell? Dass auf ihm eine grobe Belohnung ausgesetzt ist. War doch ein warmer Ring, oder? Nein. Er kommt zurück. Das brennt teuflisch. Aber sonst. Alles gut. Alles gut, Meißel. Da. Klangt für meine Schuld. Ja, die Rede ist gerade nicht. Heute auf die Nacht, da steht noch was wo. Wenn das hier hat, na mörtel die auf. Ja, so oder so. Der Kneißl ist am guten Mann. Nur mir war schuldig bin. Wenn du willst, kannst du den Diener drum noch ausrühren. Also der frisst die Zins, du. Hier ist doch. Da habe ich noch ein saftiges Greiherz für dich. Leute, da müssen wir auch noch reinschauen, ne? Psst, leise! Hey, hey, hey! Psst, leise! Psst, leise! Psst, leise! Leise. Nicht nochmal, Alter, sonst bist du gleich geschlossen. Was wollen die jetzt hin da? Ein Blaumeiserl? Ich meine, ein Blauer hat doch am Land nichts verloren, oder? Man hat zu Jagd auf diesen Schwerstverbrecher, diesen Kneißl, die Polizei aus der Landeshauptstadt hinzugezogen. Es wurden die klügsten Köpfe aus München abkommandiert, um diesen Staatsfeind Nummer 1 dingfest zu machen. So eine Jagd kann man nicht einfach einen Landbeamten überlassen. Für so eine durchtriebene Kreatur, da braucht es Spitzenbeamte. Spitzenbeamte mit einer allumfassenden und hochkriminalistischen Ausbildung. Ja, hier sind Leute mit Kopf angesagt. Leute, die verstehen, Nägel mit Köpfen zu machen. Das war jetzt alles schön dahergeredet, aber warum dringen Sie da so mir nichts und dir nichts in mein Haus rein? Uns wurde mitgeteilt, dass sich hier eine verdächtige Kreatur ins Haus schlich. Laut Beschreibung könnte es sich dabei um diesen Staatsfeind Nummer 1 handeln und Polizistenmörder! Dieser Kneißl hat am 30. November den Stationskommandanten Brandmeier erschossen und den Schutzmann Scheidler mit einem Schuss den Unterschenkel zerschmettert. Die beiden haben diesen Verbrecher beim Fleckelbau gestellt.
Der gefährliche Raube. Staatsfeind Nummer uno. Eins. Eins. Was Verdächtiges gesehen oder gehört? Nein, nichts gesehen. Nichts nicht gehört. Oder? Ja, ich möchte mich nicht einmischen, Herr, aber wenn Sie da bloß umeinander landen da herinnen und die 10 bin offener Meier offen, auch mit einer, wir haben es gesagt, hochkriminalistischen. Keine Sorge, Mann! Das ganze Haus nebst Wirtschaftsgebäude sind hochhermetisch abgeriegelt. Hier kommt keine Maus weder raus noch rein. Noch rein. Rein. Englisch. Hoffentlich erwischen die Staderer Polizisten bald den gefährlichen Rauber. Ich meine, dass bei uns wieder eine Ruhe reingeht. Er kann sich darauf verlassen, dass die Staderer Polizisten dieses Subjekt in 0, nix Ding festmachen. Nun, es scheint ja alles in Ordnung zu sein. Trotzdem gehen jetzt alle mit nach draußen in Deckung. Es ist nämlich anzunehmen, dass Bleiflieger wird. Ah ja, Herr Untertänigst, aber kennt noch mein Assistent, bevor es finster wird, mit dem Odelfassl und mit dem Odelwang aufs Feld aufgefahren, war eine dringende Sache. Odelfassl, Odelwang, ja. Meinetwegen aber hol ich. Wir möchten so schnell wie möglich stürmen. Enisch, gehst bei den Antennen auf und fasst das Odelfassl bin wo aufs Feld aus. Ja, alles mir noch! Tempo, Tempo! Leise! Und in Deckung bleiben! Bleiben! Bist du da? Fertig bin ich da, denn sonst hätte ich ja nicht A sagen können. Hast du von da hinten alles mitgekriegt? Ja, ihr wollt es mit dem Odelfassl hinter die feindlichen Linien bringen. Aber das Odelfassl, das ist doch gewiss lang, oder? Nein? Voll. Und zwar bis zum Rand. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiße. Schaut fast so aus, als ob bei der Gneisel der erste Mensch, der froh ist, dass er bis zum Hals in der Scheiße ist. Die Zeit an dieser schon 14 Tage alt. Ein Taschenkehr. Steht da schon wieder etwas drinnen über den Kneißl jetzt. Mittlerweile kennen sie den schon in ganz Bayern. Eine Berühmtheit ist er geworden. Also, die Zeitungsleute hätten gesagt, er möchte gern der zweite bayerische Hirs werden. Schaut es mir so cool an, oder? Aber, wisst ihr nicht, wer der bayerische Hirs war? Ja, gut, dass Sie ein Bibel seid. Da lernt ihr nämlich noch was. Aufpassen! Der Matthias Klostermeier, das war der Boris Schiers. Seinerzeit Rauberhauptmann und Wilderer. Gelebt hat er in der Nähe von Augsburg. Genauer gesagt in Kissingen. Aber den sein End grausam. Geköpft haben sie ihn, geführt halt. So, jetzt wisst ihr, wer der Boris Schiers war. Aber jetzt wieder zurück zu unserem. Yes. Da steht auch drinnen, dass in Minger die Komiker und die Volkssänger auf ihm schon Couplets dicht hätten. Ja. Und die Obrigkeit war gar nicht über solche Sachen so. Also steht es wirklich da. Erpicht. Erpicht. Nein, das hat mit unserer Sprache nichts mehr zu tun. Er bricht ja auf den Teufel, da paddelt es mir.
Da steht auch noch, dass man verwundert ist, dass diesem Verbrecher von der Bevölkerung so viel Sympathie entgegengebracht wird. Das sind doch selben Schuld, die Exzellenzen. Die machen doch die verkehrte Politik. Es kann doch nicht gut gehen, dass auf jeder Gendarmeriestation auswärtige Schutzleute eingesetzt werden. Fremde mag man nicht. Fremde traut man nicht. Gegen Fremde, auch wenn es Polizisten sind, wird es angehalten. Vom fränkischen Franken, da schicken sie es uns am liebsten so und so. Da ist er her. Flugblattl mit Spundfersel werden auch schon verteilt. Naja, Dobrigkeit. Und der Gendarm, der wird erblickt und der Hirs wird hochgehalten. Jenisch! Ja? Jenisch, komm mal rein! Hau und nimm deinen Fuß, sag ich mit! Ah, steht schon wieder was drin von unserem Rauberer. Ah, hast du deinen Fuß, sag ich dabei? Ja. Geh weiter, gib mir mal einen Ton. Wenn bei Wind und Wetter nach dem Attentäter auf der Suche sind die Herrn Gendarm, sitzt der Reiber Hirsel bei der Müller Liesel, die macht im Fünfbad dicke warm. So geht's gefrüß nur geschwindi, draußen ist so windi, während ich zum Wirt ums Bier holen geh, da hat der Hirsel gelacht, wie's ihm das Bier hat gebracht, so ein Reiber hat's bei uns halt schön. Du magst dich nicht wundern, dass die Grünen und die Blauen von lauter Hut der Geifer aus dem Mai trumpft. Ja. Da ist mir noch ein Kleid ein. Staatsfeind Nummer 1. Ja. Roland, die Eiterbäuerin war draußen. Sie hat deine Medizin, ja, deine Pulver schon wieder aufgebraucht. Was? Ich hab ihr doch gesagt, sie soll rar mit ihrer Medizin umgehen. Ja, ja, das Pulver wird mit dem Gift von den Herbstzeit losen gemacht. Ist er nachher schon besser geworden, der Mali viel zu Keichhursten. Alter Bayern, der Boden fragt, ob es mit deinem Keichhursten schon wieder besser geworden ist. Hast du ihre Antwort eh gehört? Scheint's noch nicht. Ah, gib weiter, Jenisch. Fabrizier dir nochmal so ein Pulver. Du weißt schon, gegen Keichhursten Herbstzeit los. Gegen ihren Keichhursten, ja. Fabriziere ihr. Ja. Ah, Ines! Da ist er nur verregt, die Strophen über den Gneißel. Hier ist drinnen. Gerade die Post jetzt du. Wann die Gräne Schutzleid. Drückt in der Gräne auf, steht in der Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch im Fränkischen oben ist, gell? Aber bei uns in Altbayern sagt man grüß Gott, wenn man in eine Stube reinkommt. Gell? Was war ich denn schon wieder da? Hat ihm die Blamage von 14 Tagen noch nicht gelangt? Gell? Bada, der Kneißl, der war vor 2 Wochen unter Garantie hier in diesem Haus. Da drauf, da darf ich meine Großmutter verwenden. Und Bada, dein Kopf ist kein Pfifferling mehr wert. Soll ich dahinter kommen, dass er bei dieser Farce seine Hände im Spiel gehabt hätte? Herr Polizist, wer wird denn so leichtfertig seine Oma mal aufs Spiel setzen? Ich habe über seine Person Erkundigungen eingeholt. Es ist aktenkundig, dass er mit der Mutter dieses Verbrechers, mit einer gewissen Pascolini, Verkehr hatte. Verkehr? Jetzt muss ich mich aber aufs Längste verwirren. Ich hab zwar die Pascolini-Res kennt, aber ohne den geringsten Verkehr. Wenigstens muss ich dir alles zusammendichten, der hat Verkehr. Bada! Wer ist diese Person im Flur da draußen? Kundschaft. Eiterbäuerin. Wart auf ihre Medizin. Bada, die soll verschwinden. Die soll draußen warten. Draußen warten, warten. Die wart doch schon draußen. Draußen. Bada, die soll verschwinden! Verschwinden! Stopp!
Herbstzeitlose. Herbstzeit. Lose. Herbstzeit. Lose. Bader, Leute, die mit dieser gewissen Pasqualini-Brut verkehrten. Bader, solche Leute, die schmuggeln. Das soll heißen, die sind verdächtig. Und? Hat's was geben können? Ich meine, honorieren können, die schwindsüchtige Eiterfeierin. Lediglich das oder da. Und ein inniges Vergeizgott. Zwei Ohren. Respekt, mit so einer Kundschaft, da kannst du reich werden. Pasqualini-Rest zusammenkommen, das ist doch schon Ewigkeit her. Ich meine, die Reste hat doch eine Wirtschaft gehabt, man wird doch noch sein Bier trinken dürfen, oder? Pater, auch wenn ich hier und da noch keinen Beweis, aber die Sache vor 14 doch, die hat gestunken! Richtig, hat die gestunken. Pater, die sagt mir meine Nose. Ja, freilich hat's gestungen vor 14 Tagen, bin ja mit dem Odelwagen vorbeigekommen. Ne? Bader, ihr deckt hier keinen Wilder oder kleinen Ganoven. Polizist, das ist mir bekannt, aber jetzt zum letzten Mal. Mir, besser gesagt, ich hab mit dem Teißel hier nichts nicht zum Schaffen. Und pop und ausgerät ist. Werd ihn trotzdem im Auge behalten. Bader, meine Nase. Meine Nase irrt nie! Vermisse die Magd. Magd. Die Zins. Das ist nicht mein Magd, sondern mein Mödel. Und wir wissen auch ums Verrecken nicht, wo es ist. Auf 10 Zwiespechten, hä? Schon. Oder? Mhm. Dann haben wir den noch öfter da. Schauen wir mal, Jenisch. Schauen wir mal. Seid ihr endlich da? Ja, da ist ja unser Rauberer. Gut gemacht, hier ist der Staatsmann. Der Schandi fährt beim noch raus. Und der Staatsfeind Nummer 1 für dich von hinten rein. Ich stehe beim Bader nur in der Schmied. Außerdem kannst du meine Wunden eine frische Säume vertragen. Ganz recht! Da gehört noch gesagt. Ach, du hast doch einen Vogel. Enisch, spar zu. Nicht, dass unserem Blaumeister einfällt, dass er nochmal zurückkommt. Weil die Geschichte mit dem Odelfassl, die können wir zweites Mal nicht mehr bringen. Da brauchst du keine Angst nicht haben. Der ist gut weiter. Habe ihn von oben beobachten können. Mir ist zugetragen worden, er hätte sich vom Suchtrupp separiert. Begründung, der wahre Jäger jagt am erfolgreichsten allein. Allein. Bin ihm bis dahin das Haus hinterhergegangen. Hätte ihm 100-mal im Visier gehabt. Hätte gerade einen Finger krumm machen müssen. Und warum hast du ihn nachher nicht putzt? Ich bin doch kein Meiche mehr, oder nicht? Aber die zwei Schutzleute, die ich beim Fliegelbauer gestellt hat, die hast du putzt. Das wollte ich nicht. Das war keine Absicht. Ja, ich wollte gerade auf die Haxen zahlen. Aber die Angst vor dem Zuchthaus und dem Laufen, das war keine Absicht.
Das heißt aber, du hättest zu den Armen. Dem einen, dem Toten, denjenigen, den es da präselt hat. Gesagt, best mir gut hin. Wir kennen das Gerät. Aber das müsst ihr mir klären. Das habe ich niemals nicht gesagt. Wer will denn auch? Ja, vor lauter Angst war ja mein Kind wird zugeschnitten. Das Ganze hat der Fleckerlbauer aufgebracht. Der Fleckerlbauer? Bei dem muss man vorsichtig sein. Das ist ein Mentischer. Eine mentische Sau ist das. Jenisch geht zu und du Drasten von der Kuche aus passen. Ja, aber mich würde das schon auch interessieren. Jenisch geht zu, dann kannst du die Ohren auch gleich mitnehmen. Gut, dann bring ich die Ohren in Speis und tue draußen passen. Jens, Ich glaub, dass dir der Fliegelbauer oder Rieger, wie er sie eigentlich schreibt, reingelegt hat, geschüttert hat. Ich hab ihm nie wirklich getraut. Bin mit ihm nicht wirklich warm geworden. Ich kann aber nichts nicht beweisen. Du weißt aber schon, gell, dass der Rieger eine Mordswut auf den Stationskommandanten einen Brandmord gehabt hat. Ja, mein Vater, wer von uns hat schon mit den Kreierspichter, he? Wenn du jetzt da aber mehr weißt. Ich war, ja, das war bevor du die zwei Schutzleute zusammengeschossen hast, mit dem Rieger auf Irschenbrunn im Wirtshaus gesessen. Und da ist draußen der Stationskommandant, der Brandmauer, vorbeigegangen. Der Rieger teilt mit dem Finger auf ihm hin und brummelt mit einer wurdigen Stimme: Du gehst mir auch nicht mehr lang aufrecht. Oder? Wenn das wahr ist? Yes, es ist wahr. Oder? In mir steht absolut nichts Verdacht. Ey, jetzt hast du den Hirn rausgebracht. Ja, da tut sich nichts mehr. Ja, guck dich hin. Ich erzähl einmal eine Geschichte. Weil November ist gewesen. Mir hat der Kult auf einmal wieder blutig beidelt gehabt. Ja, da fällt mir der Rieger ein. Du musst wissen, hab mit ihm schon etla halbgescheirige Geschäfte gemacht. Bin zu ihm heim. Hab ihn aber nicht angetroffen. Gerade seine Weib war da. Die hat gesagt, dass ich ihren Mann im Wirtshaus finden kann. Ich bin dann aufs Wirtshaus zurück. Das hat nicht lang gedauert. Verstehst? Ja, versteh. Ja. Es hat nicht lang gedauert, da ist der Rieger rausgekommen. Aber ihm gesagt, dass ich dringend was zum Gurgeln und zum Beißen brauche. Er wollte dann mit mir wieder ins Wirtshaus reingehen. Hab ihm gesagt, nein, das ist mir zu riskant. Hab gesagt, er soll einer und ein Gesicht und ein Bier organisieren. Wir könnten das dann bei ihm daheim in Ruhe fordern. Verstehst? Ja, er ist reingegangen und du hast Drasten auf ihm Wort. Ja. Ja, aber hast du was auf, du? Ist irgendwas passiert? Passiert? Nein. Gerade ein Knecht ist rausgekommen. Vermutlich heimzurig. Wer sagt er denn, dass der Knecht heimzurig ist? Meinst du leicht, dass der Rieger... Der Rieger hat den Knecht zum Kommandanten geschickt. Der Rieger hat die Situation gleich überrissen. Ja, lass doch mal ganz in Ruhe Revue passieren. Was machen Sie auf der Tod? Revue passieren? Ja gut. Es hat nicht lang gedauert. Da ist der Rieger rausgekommen. Mit einem Gesicht und einem Bier. Wir sind dann zu ihrem Heim zu reden. Aber jetzt, was du sagst, in mir, da war mir innerlich irgendwie so... Ich hab bei ihm daheim bloß mit einer Hand gegessen. In der anderen war schussbereiter Drilling gelegt. Die Rögerin, die hätte mir nachher nur eine Schlafstatt angeboten. Ich hab nein gesagt. Obwohl ich sturmmüde gewesen bin. Aber irgendwie, da hat's mir innerlich. Da war mir. Ja, und dann? Und dann? Dann hat's ans Fenster hingekratzt. Ich mach das Licht aus, duck mir den Kugel weg. Der Rieger spart die Tür auf und die zwei Schutzleute mit der Laterne stürmen ein. Ja, und nachher? Und dann? Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, in meinem Kopf, da ist das alles durcheinander. Bader, was du schon mal im Zucht hast? Dann verstehst du mich ja. In meinem Kopf war bloß noch nie wieder Zuchthaus. Ich habe einen Drilling im Anschlag. Die zwei stürmen rein.
Ich schwöre, ich wollte bloß auf die Haxen zahlen und auf mich ist auch geschossen worden. Das, was man mir da anhängen möchte, mit dem wissen wir gut hin. Na, das habe ich niemals nicht gesagt, das müssen wir klären. Da was verzeih ich euch das überhaupt? Der Rieger wollte den Stationskommandanten, warum auch immer, aus dem Weg haben. Da bist ja du gerade recht gekommen. Jeder weiß, dass du lebendig ins Zuchthaus nicht mehr zurückgehst. Und jeder weiß, wie du mit deinem Drilling umgehen kannst. Und wenn du die zwei Gendarmen siehst, dass du nachher gleich durchziehst. Der Rieger. Die Drecksau. Die hat das alles vorausgesehen, ne? Ja, unser Plan ist voll aufgegangen. Geh weiter, zieh deine Hosen aus und lass mir dir was zuschauen. Fällt noch etwas? Nein. Tut nicht mehr weh. Zieh dir nicht mehr. Schade. Schau mal da hin. Da ist ja fast nichts mehr zum Sehen. Liegt wahrscheinlich am Odel. Wahrscheinlich hat der Odel das Eis ausbrennt. Wahrscheinlich bin ich der erste Mensch, dem der Odel ein Glück bringt. He? Aber ein gewaltiges Arschsausen wäre es gewiss gehabt haben, he? Wie einer von den Häscher den Deckel von dem Fassel aufgehoben hat. Voll Teufel. Ich hab mit dem ganzen Kopf untertauchen müssen. Froh bin ich gewesen, dass von der Schande keiner auf die Idee gekommen ist, dass er mit seinem Zabe oder etwas anderes malandriert im Fassel. Da hab ich schon aufgepasst. Ja, ich hab schon gesehen, dass es recht die Leute seid. Der Prinzregent hat das Kopfgeld auf meiner Oma kurz angekommen. Je höher das Kopfgeld, umso schwieriger wird's, dass ich ihn behalte. Wen? Ja, mein Kopf, der. Je höher die Belohnung, desto weniger Freien hat man. Weißt's, sagt man. Apropos Belohnung. Ich tat gern mit dem statt einem Geld meine Schuld vergelten. Boah, Bodem. Das ist aber ein ausgesuchtes Stiegel, hä? Das darfst du laut sagen. Ausgesucht. Aus massivstem Gold. Haha. Teufel, die macht was her. Mhm. Ja, hier ist er. Kann ich die Ohrling tragen? Feine kannst du das tragen. Wenn du wieder ins Zuchthaus willst. Ich hab gedacht, du verschäberst das. Du gehst doch sicher einen Halbschein, der es dir abnimmt. Ein Hehler meinst du? Ja? Du bist blöd, sowas. Sowas gibt man doch nicht her. Ich mein, so eine Preziosen, die verschäbert man doch nicht so. Wenigstens, die nichts nicht. Ja, gut, dann Holz. Aber leg's auf keinen Fall an. Vielleicht ist es gescheiter, ich verschiebe zum bring dir das Geld. Hier ist nur über mein Leich. Die Uhr bleibt. Hier ist, ich hab mich gerade unsterblich in sie verliebt. Meine geheime Liebe. Hier ist, ich versprich das, das kann er nicht sieht. Schau mal her. Du so ein Regalator siehst du nicht einmal bei den Kreuzbahnen an Sundo in der Miss. Bodan, ich darf gerne nur ein wenig bei euch verweilen. Ich fühle mich bei euch gut aufgekommen und ich habe schon lange keinen ruhigen Schlaf mehr gehabt. Jetzt, ruhe dich aus. So lange bist du nicht. Inisch, mach dich die auf, ich hab keinen Mund frei. Ich brauche jetzt ein sicheres Platz für meine geheime Liebe. Inisch? Ich hätte gar nicht geglaubt, dass ich mein Alter mit den Lirner so streift. Mach auf. Jetzt gehen wir. Ich bin jetzt zu. Und du, pass auf, dass er den Regulator. Auf keinen Fall hier tut, gell? Aufpassen. Gut, tu ich. Aufpassen. Passen.
Wer ist da? Na, da ist wer. Herr, zeig dich, ich sage, ich spür dich. Nix rührt sich. Gar Grüße kann da werden. Herr, zeig dich! Das taugt mir nicht. Dann drücke ich mich lieber. Da nutzt dir nichts, das geh jetzt. Sei froh, dass du mich noch nicht siehst. Weil wenn du mich segelst, müsstest du mit meiner mitgehen. Mit mir auf die letzte Reise gehen. Aber nun ist es noch nicht so. Letzte Reise? Bist du gar der Tod? Der Tod, gell? Da wird's mir gleich ganz gruselig. So einfach sind sie zu mir. Ist gemütlich. Sind sie mal, hä? Selbiger, damit der Sans alle gleich macht. Da wird er Klachter sein. Der größte Hinhauer, der mit Hundertschaften der Stadt Marie Katz und Maus gespielt hat, streckt sie einfach so mir nix und dir nix. In einer windigen Bordung. Sanzerer, das ist kein Tod, der einem mit mir gerecht werden darf. Bist noch nicht dran. Bleibst schon noch im Spiel. Bis jetzt bist du gerade ein möglicher Kandidat. Ja, was belästigst du mich nachher, wenn du dein Sanz nur nicht schwingst? Ja, jetzt sei doch nicht so geschirrt. Ich bin nicht geschirrt, was willst du von mir? Ja, unterhalten. Verlieren wir doch da drüber, wie es zum Beispiel mit deiner weitergeht. Ich weiß halt nicht, was ich mit dir verliere. Vielleicht ist das gar nicht so blöd, wenn man sich mit dir ein bisschen gut stellt. Na gut. Na, unterhalten wir, also parlieren wir halt. Wie es weitergeht. Sansa, da schwebt mir ein genaues Zufall. Also, sobald ich das Pulver für eine Schiffspassage beisammen habe, gehe ich auf Amerika. Wenn ich mich eingewohnt auf Sparta, lasse ich die Mathild nachkommen. Mathild? Ja. So schreibt sie die meinige. Verdingt sie in der Stadt drum, auf der Schwanthaler Höhe als Wascherin. Sucht mich da heraus und was tun uns massig ab. Amerika, ist ein Halspflaster. Wie möchte sich denn da einer wie du durchfritten? Fum, fum! Ja. Machst drüben, wie du herum aufgehört hast, weiter. Rauben und Leiter schießen. Nein, nicht rauben. Gott schießen. Ich werd da drüben. Pass auf, jetzt kommt's nicht. Als Kunstschütz. Im Buffel und bin ich ein Wildwestzirkus an. Ja, Mausi. Da brauchst du nicht so zum Lachen. Da drüben sind Leute, die mit der Flinte umgekommen. Meinst du, hast sie gefragt? Ein Schießen ist das Einzige, was wir kein zweiter nicht gehabt. Nicht das Einzige. Schreinerei hat man dir doch auch noch beigebracht. Ne? Weibruck, ja. Im Zuchthaus. Ja, das hat mir gedacht, das Schöne. Ja, der Umgang mit dem Holz, das hat schon was. Ja. Trotzdem. Ohne die spezielle Arbeit hätte ich die 6 Jahre Zuchthaus nicht durchgestanden. Aber trotzdem hast du nach deiner Entlassung eine jede Anstellung in kürzester Zeit wieder hingeschmissen. Hingeschmissen? Nein! Nicht hingeschmissen. Ja, jedes Mal. Wenn ich im Dorf aufgekommen ist, dass ich im Zuchthaus gewesen bin, haben die Dorfbewohner und die Gendarmerie am Meister ein so massiv zugesetzt, dass er mich an meiner schicken müssen. Wir dulden keinen Zuchthäusler da bei uns, hat's geheißen. Da drauf ist der also bloß noch ein Wagerbundenlämpel. Sansa, wann dein Onkel schon ein Rauber war, dein Mutter Zwingshehlerei gesessen ist, die Kerner beim Transport ins Amtsgericht, dein Vater, der so gerostet hat, dass er gestorben ist, und dein Bruder als Polizistenmörder an der Schwindsucht hinter Gitter reingegangen ist, ah? Was meinst du, wie viel Chancen man da auf ein braves Leben hat, ah? Na, da hast du so viel Chancen wie ein Schneeball in der Hand! Sollte mein Traum vor Amerika in Erfüllung gehen,
Na, ist alles Paletti. Wann nie? Dann werde ich der Obrigkeit und den Exzellenz. Ach so, muss ich auf zwei Sitzer. Das ist mein Name! Das ist mein Name! Nur größer werde ich dir! Wie der vom Kloster mal. Sansa da. Siehst du das selber? Mit mir geht da nichts zusammen. Ich hab nur zum Tor. Halt mal so, Piers. Wie weißt du so schön? Ein bisschen was geht allemal. Der Klostermann, der Borischias, Respekt. Bloß das Info dir, schau dir mich. Geteert, gefedert und gefüttert. Ja, mit großen Zeit. Zu was die Menschen fähig sind. Ist er scheinbar eingeschlafen. Ist schon so. Keiner seit dem Borischen hier hat die Obrigkeit so zum Gespött gemacht, der Lächerlichkeit preisgegeben. Da ist der Respekt mittlerweile auf Zero. Die Gewappeten brauchen seinen Kopf. Nur dann kommt der Respekt und der Untertan wieder zurück. Ob ihm sein Traum in Erfüllung geht. Er als Kunstschütz. Drüben bei ihm, wie heißt ich selbiger gleich wieder bei dem er drüben einstehen möchte. Ein bisschen müsst scharf passen, wir können jetzt nicht wieder von vorne fahren. Der Puffer. Siehst du, Spezi, du hast halt was in der Birne. Puffer. Ein Zirkusdirektor. Ja. Vermutlich ein amerikanischer Zirkusdirektor. Jetzt meine ich, haben wir nur gereicht. Lassen wir das Gespielädel wieder weiterlaufen. Also noch einmal. Ich bin scheiß eingerüsselt. Mir hat's schier geträumt. Schier geträumt ist nicht schön. Da. Da ist was für ein Futtersack, wenn's recht ist. Mir hat's vom Tod, vom Sansa geträumt. Vom Sansa, hä? Da. Tu dir was Gutes, nachher ist so ein Albtraum gleich vergessen. Ich hab gehört, du warst das Mündel von Bordern, hä? Ja. Also, eigentlich war ja Unrechte nicht vor ihm. Indem meine Mutter eine unrechte Schwester vor ihm ist. Wer sich diesen Text ausdenkt hat, muss krank sein. Ja. Und deine Mutter? Was ist mit der? Gibt's die noch? Weiß nicht. Hab's noch nie nicht bewusst gesehen gehabt. Du hast deine eigene Mutter noch niemals nicht gesehen gehabt. Keiner weiß, was mit ihr ist, auch der Bader nicht. Wie bist du dann zum Bader gekommen?
Es heißt, sie, meine Mutter, war mit mir im Kerbe vor einer Ewigkeit. Bei ihrem... Beim Bordern? Ja, auftaucht. Hat auch gefragt, ob er gerade für ein schwaches Stündel auf mich aufpassen darf. Und das ist jetzt bald gute 20 Jahre her. 20 Jahre? Da warst ja du noch... so. Du kannst gut rechnen, he? Bin noch gewindelt worden damals, so eine halbe die Ewigkeit ist her. Unsere kleine, ehrbare Jungfrau, he? Und? Was und? Ja, ich mein, bist nur eine. Neugieriger Teufel, kein anderes Thema fällt dir nicht ein, he? Nein. Eine Ehrbare lässt sich auf so etwas. Wann ist da aber nicht so? Was tust du dann, hä? Nachschauen. Selber nachschauen. Das war ein anständiges Mädel, lässt sich auf so etwas nicht hinschauen. Okay, was sollte denn schon passieren? Aber. Passiert. Ich meine, auf eine Busslerei. Hast du dich gewiss schon eingelassen, hä? So was nennt sie Leid ausfragen. So, Laura, eine Fantasie hast du im Kopf drin. Ich muss schon sagen. Also, aber siehst du durch weiter? Nein. Was, nein? Kratzt die, hä? Und wir? Knierschwammerling. Ja. Dann müssen wir schleunigst schauen, dass du zum Niederling kommst. Niederling, und du meinst, das war das richtige Rezept gegen Knierschwammerling? Das ist nicht nur das richtige Rezept. Das ist das Einzige. Glaub mir's. Gott sei Dank, ja. Jetzt muss ich so mir so ein kleiner sauber präsent. Ja. Hey, wer könnte sich am Verdinger gehen? Aber komisch, ich hätte gemeint, ich hätte vorher von einer Mathilde geredet. Und nicht von einer Zins. Jetzt schön Start halten. Du wirst sehen, alles fügt sich zusammen. Alles wird sich zusammenpassen. Hier's, mir wird's auf einmal so leicht, als da die dahin schweben. Hier's, was tust du mit meinen Tutern? Ich hab nicht gesagt, du sollst aufhören. Wenn's mir jetzt schön Start holst, nachher lass ich dir in den Himmel reinschauen. Ja, hier's. Lass mich in den Himmel einschauen. Komm, Mann, ich mach mir so ein bisschen das Licht aus und dann Vorhang zu. Jenisch, konzentrier dich. Und zwar mit einer gebündelten Konzentration da auf dem Stiftsattel. Er darf nicht zu dick sein, aber auch nicht zu dünn. Und trotzdem, was aus? Chemischer Ausbodern. Kreier ja nicht zum ersten Mal so ein Zander, hä? Drei Sachen sind für so eine Arbeit vonnöten. Richtig, Jenisch. Erstens ein Gefühl. Zweitens ein Gefühl. Und drittens das Gefühl. So ein Stift soll man so kreiert sein, dass man ohne eine jede Komplikation auf eine Quante Schweinsbrunnkrusten beißen kann. Verstehst?
Compris? Verstanden. Sechst. Jetzt war es einmal eine so wie du aus. Ganz schön viel Gefühl auf einmal, hä? Wer braucht schon so viel Gefühl? Zu viel Gefühl kann unter Umständen gleich schon. Zenz, ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber kann es sein, dass du neuerdings nachtlings einen Zugang hast, hä? Mei, Boden, weißt schon. Sein kann viel sein, man im Allgemeinen und auch sowieso. Ach so, ja. Wenigstens jetzt kenne ich mehr aus. Freilich hat es einen Loder auf dem Strohsack. Nachtlings. Zehn's, du bist groß, Jarek. Du bist bei keine Rechenschaft schuldig, aber dass ich mich immer um dich kümmert werde, das wäre ein Lebtag lang bleiben. Ja, und ich werde auch vehement einmischen, sollte die mitkriegen, dass ein gewisser jemand sich bei deiner Grotte Haxen abschröpfen möchte. Boran, bei ihm, dem Gewissen, ist gewiss eine echte Aufrichtigkeit da. Es heißt aber, dass er auf Minger drin eine hat, und zwar kann man Jackel nicht, sondern selbst wisst's. Hat er mir gleich von Anfang an beicht, Matthild heißt's. Aber Boran, er wird es regulieren. Für ihn sei bloß nur ich. Boran. Er hat vor, dass er mich auf Amerika mit übernimmt. Oder? Amerika? Hört sich gut an. Wenn er zu dir steht, ist gut. Warum nicht? Oder er steht zu mir wie ein Eins. Er kann sagen nicht. Ich habe ein gutes Gefühl. Inwendig. Ja, und gegen dieses Gefühl lässt sich kein Prüferlitsch essen. Heute haben wir es aber wieder mit den Gefühlen an. Hat dich der Kneißl nicht gewarnt? Der Regulator ist gewiss heiß. Hänisch, so eine Uhr, die gibt dann das Gefühl, als würde man wachsen gerissen werden. Was besonders sei, ein mächtiger sei. Ich weiß nicht, ob ich sie. Sie, das aber.